Hallo, grüß euch, liebe Freunde von Stadtfenster Wien und auch an events.at. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Ich freue mich schon riesig auf den Samstag. Da sind ja so viele Kampfansagen passiert. Aber das Wichtigste ist, am Donnerstag, diesen Donnerstag, am 7. Oktober, ab 18.30 Uhr müsst ihr Stadtfenster Wien einschalten auf Facebook, denn dort gibt es die Ziehung, wer spielt gegen wem. Und es wird ganz lustig werden, welche Geschäftsleute gegen welche Prominente spielen. Ne? Und ich möchte noch eines dazu sagen, es gibt noch eine Botschaft. Jemanden, der ein riesiges Herz hat, ein genialer Boxer ist und nicht nur das, sondern er war bei der vorletzten Staffel von Dancing Stars dabei. Seine Kampfansage, und hört euch das an, Markus Nader. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Markus Nader hier. Am Samstag, den 9.10. findet in Gösserbräu im 16. Bezirk ein Boccia, keine Ahnung wie das heißt, Turnier statt. Wir spielen für den guten Zweck. Es geht um Therapiekosten, die den lieben jungen Marvin ermöglicht werden sollen. Er hat während seiner Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen und ist jetzt leider Gottes an den Rollstuhl gefesselt, um diese Therapie zu ermöglichen. Spielen viele Prominente bei diesem Turnier mit, um auch Geld zu sammeln. Ich freue mich schon drauf, ich werde top motiviert sein, auch wenn ich es noch nie gespielt habe. Da werde ich Vollgas geben und schauen, dass da einiges an Geld zusammenkommt. Wenn du einen Groschen oder einen Cent oder einen Euro dazu beitragen willst und kannst, wäre das cool. Die Therapien sind teuer für Marvin und ich glaube, wenn da jeder ein bisschen was zusammengibt, kommt gemeinsam viel raus. In dem Sinne freue ich mich auf Samstag an all meine Konkurrenten, die gegen mich spielen. Zack, die Bohne. Attacke. Das hat mir besonders gefallen. Attacke, das ist unser Markus. Danke auch allen Journalisten, Kronenzeitung Österreich, heute die ganze Woche, Nöhn und so weiter, die darüber berichtet haben oder noch berichten. W24 wird als Kamerateam kommen, ORF und Puls 4 habe ich auch was geschickt, aber leider noch keine Antwort bekommen. Aber ich möchte mich auch unbedingt bedanken bei folgenden Firmen: Transgourmet, Facility Objektmanagement von meinen Freunden Schabereiter, dann ein ganz lieber Freund, der Kobleder Design, danke für die tolle Designs, Allianz, der Radovan, Gösserbräu, 1160, Dankeschön, Bezirkszeitung, dann haben wir Deutsche Vermögensberatung, ist auch dabei beim Spiel und so weiter, dann auch bitte der Kinderlichtblick mit Musik zur Menschlichkeit, auch danke Ingrid Stier, dann dürfen wir nicht vergessen, das Team Bodenständig, das ist ein Pärchen, also ein verheiratetes Paar, die haben gesagt, wir wollen da mitspielen, das ist eine tolle Sache, dass wir auch da spenden können. Österreich schickt ein Team mit unserer Kathi, Dankeschön Kathi für deine großartige Spende. Und von der Brunner Wiesen kriegen wir die Veranstalter auch in die Spiele auch. Also es wird ein toller, toller Tag und viele, viele Prominente. Ein kleiner Tipp, die Jazz-Gitti spielt mit dem Andy Ivan Schietz. Na, das wird lustig. Wann ist es? Samstag, den 9. Oktober, ab 11 Uhr bis 16 Uhr. Wir treffen uns alle dort bei meinem Freund, muss ich schon sagen, bei meinem Alexander Leitner, Gösserbräu, 1160 Wien, Thalerstraße 125a. Bitte seid dort, spendet was, kommt vorbei. Wir haben eine tolle Tombola, wir haben eine Versteigerung, wir haben tolle Prominente und so weiter. Und es wird sicher lustig. Von meiner Seite her kann ich euch nur allen danken für die Unterstützung. Aber es geht ja um das große Gold. Und wisst ihr, was da drinnen ist? Nein, kein Geld. Sondern wir haben richtige Boccia-Kugeln besorgt. So schauen die aus. Und die haben ein Gewicht. Also ich kann euch eins sagen, die werden aber Gas geben müssen. Schauen wir mal, wie der Pico und die Jazz-Gitti damit umgehen können. Und der Markus Bürg und der Michi Hartz und alle, die noch kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nicht vergessen, Donnerstag einschalten, 18.30 Uhr, Stadtfenster Wien. Und Samstag ab 11 Uhr treffen wir uns in Gösserbräu, 1160 Wien. Danke euch.